Warum eine Erwerbsminderungsrente zur Altersarmut führen kann. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Erwerbsminderungsrente kann zur Armut führen. Oftmals sind die Erwerbsminderungsrenten in der Höhe sehr gering. Der Durchschnitt liegt in Deutschland bei allen Erwerbsminderungsrenten im Schnitt bei ca. über 700 Euro. Das ist also wirklich extrem wenig. Die Höhe einer Erwerbsminderungsrente hängt maßgebend davon ab, ob und wie viel der Versicherte in seinem Erwerbsleben vor dem Versicherungsfall, also vor Eintritt der Krankheit, verdient haben. Und salopp kann ich sagen, wer viel verdient hat, bekommt natürlich eine höhere Rente als derjenige, der weniger verdient hat. Das gilt auch bei einer Erwerbsminderungsrente. Wer oft krank war und dann auch noch in die Arbeitslosigkeit gerutscht ist und dann noch danach folgend ins Hartz IV vielleicht, der kann im Schnitt keine hohe Erwerbsminderungsrente bekommen. Das liegt einfach daran, dass man dann zu wenig versicherungsrechtliche Zeiten hat oder zu wenig eingezahlt hat. Und das gilt auch dann, wenn man hier die Zurechnungszeiten in Betracht zieht, die ja seit 2014 deutlich erhöht worden sind. Der Grund, warum Erwerbsminderungsrenten so erschreckend niedrig sind, liegt ganz einfach darin, dass es diesen Abschlag von 10,8% gibt. Und der wurde ja eingeführt im Jahr 2001, beginnend ab 2002. Und diesen Abschlag erhalten alle Versicherten, die unter 60 Jahre alt sind und krank werden. Und unter bestimmten Voraussetzungen kann dieser Abschlag natürlich geringer ausfallen oder sogar gegen Null fahren. Aber letzten Endes die entscheidende Nachricht ist, die Höhe der Erwerbsminderungsrente ist generell erschreckend niedrig. Auch die Ausweitung der neuen Zurechnungszeit im Jahr 2020 auf 65 Jahre und 9 Kalendermonate kann an der Tatsache, dass die Erwerbsminderungsrenten so niedrig sind, nicht viel ändern. Das heißt also, für viele Versicherte bedeutet der Bezug einer Erwerbsminderungsrente die Armutsfalle, aus der sie nicht entfliehen können. Und das Frappierende ist, auch die neue Grundrente wird daran wahrscheinlich nicht viel ändern für diese Leute, weil die Zurechnungszeit in der neuen Grundrente nicht als anrechenbare Wartezeit zählt. Und leider fehlen dann den Versicherten auch diese sogenannten, die neuen Freibeträge in der Grundsicherung oder in der Sozialhilfe oder sonst wo, denn die sind ja gebunden an die 33 Jahre Grundrentenzeiten. Näheres zum Thema Erwerbsminderungsrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.